Luzerner Fans heizten schon mal richtig ein, während Michel Renkli noch die letzten Anweisungen gab. Renkli, sowas wie das Sinnbild für die wiedererstarkten und selbstbewussten Luzerner, schickte hier Zverotic auf die Reise. Zverotic auf Ravasi, aber kein Problem für Wölfli. Das Spiel kam anfangs nur schwer in die Gänge, dann aber diese Aktion. Kurzer Geniestreich von Heberli, Varela, 1-0 für Ibe in der 11. Minute, das ging aber fix. Erstes Tor für die Berner und Feierstimmung im Stade de Suisse. Varela erfüllte da seine Aufgabe effizient und technisch ganz fein, wie Heberli weiterleitete. Ab jetzt lief's bei den Bernern rund, wellenartig folgte ein Angriff dem anderen. Raimondi in der Mitte, Heberli mit großzügiger Zurückhaltung, das anerkannte auch Zibung. Es gibt auch Spieler, die hier voll reingrätschen und die Gesundheit des Torhüters gefährden. Luzern seinerseits hatte insgesamt wenig zu bieten, hier die Ausnahme Zverotic auf Ravasi. Knappe Sache, da verlockte es bei Rolf Ringer schon. Ansonsten diktierte Ibe das Geschehen mit schnellen Kombinationen und mit schnellen Künstlern, so wie Jappi. Ein Haken, ein Schuss, Tor zum Zweit. Was für eine Supershow des Ivores. Diese Ballkontrolle und diese Coolness, ein Genuss. Ja, sowas gibt's nicht alle Tage in Schweizer Stadien. Kollektives um die Wette strahlen auf der Ibe-Bank. Es ging in diesem Stil weiter. Eckball kurz vor der Pause. Dann Heberli, Zibung, der beste Luzerner, auf dem Platz. Einen Aufreger gab es noch auf der Luzerner Bank. Penaltigt. Achten Sie auf Wölflis rechte Hand. Die berührte Ravasi nicht. Kein Penalty. Richtig der Entscheid von Schiedsrichter Rogalla. Man war gespannt auf die Reaktion der Luzerner. Aber sie kam aus. Schlimmer noch, Ibe konnte schalten und walten nach Belieben in der zweiten Halbzeit. Wenn es durch die Mitte nicht geht, ja dann halt außenrum. Raimondi, Heberli, Tore schießen, leicht gemacht. Erster Ibe-Angriff nach der Pause und es hieß 3-0. Die Luzerner Hintermannschaft völlig von der Rolle, keine Zuordnung, keine Manndeckung. Ja, und Ibe spielte munter weiter, der Torhunger war noch nicht gestillt. Hochstrasser, 4-0. Die Luzerner fielen wie die Kegel auf der Kegelbahn. Die Klatsche war perfekt und es blieb noch mehr als eine halbe Stunde zu spielen. Immerhin, Luzern zeigte Moral, rappelte sich nochmals auf. Frimpong mit dem Ehrentreffer in der 72. Minute. Doch mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein war das heute nicht. Die Young Boys mussten sich teilweise wie im Training wähnen. Da war viel Platz vorhanden, da war wenig Gegenwehr. Schneuli spielte Katz und Maus. 5-1, Luzern wurde jetzt vorgeführt. Spätestens jetzt ließen sämtliche FCL-Spieler die Köpfe hängen. Teilweise grenzte die Vorstellung fast an Arbeitsverweigerung. Dumbai, 6-1. Ibe in Spiel- und Feierlaune. Ein hoher und verdienter Sieg. Die Luzerner Nagelprobe missriet gründlich. Das Selbstvertrauen war heute wie weggeblasen. Ja, Jammer für die Luzerner und ein Riesenfest für Ibe. Das sind ja 90 IB-Minuten gewesen, nicht nur die berühmte IB-Viertelstunde. Aber vor allem interessiert es natürlich, was die Verantwortlichen vom FC Luzern zu dieser Bruchlandung gezeigt haben. Zuerst mal der Trainer, der Rolf Ringer. Wir haben durchaus auch 4, 5, 6 Aktionen, wo wir etwas machen müssen. Und dann, ich meine, die letzten 2 Goal sind noch Zugabe gewesen. Wir sind vielleicht ein bisschen forsch nach vorne. Wir haben etwas wollen machen. Wir hätten können alles hineinstellen und dann vielleicht ein Goal 2 weniger bekommen. Aber so wird man nicht besser. Also, es war eine Ohrfeige gewesen. Die müssen wir akzeptieren, selbstkritisch sein. Und dann geht es nächstes Mal weiter. Wir haben in den anderen 2 Spielen ganz klar bewiesen, dass wir nicht absteigen wollen. Ich meine, das wissen alle. Und ich denke, Qualitäten, um das zu schaffen. Wir müssen jetzt weiter kämpfen. Und
Ich denke, das Spiel von heute müssen wir einfach vergessen. Und das Resultat ist auch ein bisschen übertrieben, weil wir haben zweimal die ersten 15 Minuten verschlafen. Ja, es ist wirklich, wir nicht viel anbrennen. Wir waren konsequent mit der Chancenauswertung. Ich sage vor allem am Anfang, am Schluss war es wirklich ein bisschen offen gewesen. Aber man sieht, dass wir unbedingt wollen. Und auf dem Kunststrasse sind wir dann halt stark, wenn es mal läuft.